Das Coronavirus hat unsere Gesellschaft in all ihren Facetten getroffen. Und dazu gehört natürlich auch der Sport und zahlreiche Mega-Events, die nunmehr abgesagt werden mussten und auch weiterhin sicherlich abgesagt werden müssen. Dazu gehören die Olympischen Sommerspiele in Tokio, dazu gehört die Fußball-Europameisterschaft und auch das weltberühmte Tennisturnier von Wimbledon. Mit ganz erheblichen Auswirkungen sind diese Absagen verbunden. Und das ist unser Thema jetzt mit Michael Heimrich von der Top Vermögen AG. Herzliche Grüße nach München. Einen schönen guten Tag, Herr Heimrich. Grüß Gott, Herr Warnig. Herzlich willkommen. Ich weiß, Herr Heimrich, dass Sie ein großer Sportfan sind, dass Sie ein großer Sportler sind. Wie sehr schmerzt es Sie denn, dass all diese Events abgesagt worden sind? Naja, Herr Franek, ich bin schon sehr traurig, dass so große Sportevents, die alle 4 Jahre nur stattfinden, wie die Olympischen Spiele, wie auch die Fußball-Europameisterschaft, jetzt schon beendet sind. Ich hatte Karten zu meinem Geburtstag für das vorentscheidende Gruppenspiel Deutschland gegen Portugal in München. Das wird leider nicht stattfinden, in diesem Jahr zumindest. Aber besonders für die Athleten ist es sehr, sehr schade, die sich hier fokussiert haben auf solche großen Sportereignisse und die jetzt eigentlich ihre Vorbereitung, ihr Training beenden können, weil es eben erst nächstes Jahr stattfindet. Sie sind nicht nur Sportler und Sportfan, sondern auch Experte in Sachen Sportartikelhersteller, Sportaktien. Wie sehr wird es diese Papiere vielleicht auch weiterhin noch beeinflussen, dass diese Mega-Events abgesagt werden mussten? Naja gut, ich glaube, auf die Sportartikelhersteller hat es keinen so großen Einfluss, weil es eigentlich nur eine Verschiebung nach hinten sein wird. Kasper Rorsted, der Vorstandsvorsitzende von Adidas, hat ja den Schaden beziffert, den Umsatzschaden beziffert zwischen 50 und 70 Millionen Euro. Bei einem Jahresumsatz im letzten Jahr von 23,6 Milliarden ist das eigentlich nur ein sehr kleiner Teil. Ich denke, viel schlimmer trifft es Firmen, die direkt beteiligt sind, wie Sportwettenanbieter, das Bet at Home zum Beispiel, Ticketvermarkter wie die CS Event Team oder auch Brauereien wie Anheuser-Busch. Gastronomie und Hotelgewerbe sind betroffen, wie zum Beispiel der Airline- und Event-Caterer Do & Co. aus Wien. Da sind die Umsätze wirklich nachhaltig verloren und können auch nicht mehr aufgeholt werden. Sie haben Adidas schon angesprochen, da muss ich nochmal nachfragen, denn Adidas gehörte zu den Unternehmen, die sich in den vergangenen Tagen nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Man hat beschlossen, keine Miete mehr zu zahlen, respektive sie sich stunden lassen zu wollen. Das hat in der Folge einen Aufschrei, einen wirklichen Shitstorm im Bereich der sozialen Medien mit sich gebracht. Wie bewerten Sie diesen PR-Super-GAU und vor allen Dingen auch etwaige Auswirkungen, weil doch viele ja auch mit einem Boykott gedroht haben und gesagt haben, also ich kaufe mir keine Sachen von Adidas mehr. Naja gut, sicherlich hat diese Aktion von Adidas nicht das Ansehen gesteigert, dieses Konzerns. Aber immerhin hat das Unternehmen zurückgerudert, hat sich mit einem offenen Brief entschuldigt dafür. Und ich glaube auch nicht, dass es dauerhafte Auswirkungen haben wird. Dafür sind die Qualität auch der Produkte und der Markenname viel zu groß. Ich jedenfalls werde meine nächsten Laufschuhe mit Sicherheit wieder von Adidas kaufen. Viel schlimmer, glaube ich, ist der aktuelle Shutdown, trifft der Adidas. Und der wird in diesem Jahr, ich denke, zu einem Umsatzverlust von 15% beitragen. Viele Aktien haben im jüngsten Crash an Wert verloren, natürlich auch Sportartikelhersteller. Wo sehen Sie denn jetzt vor diesem Hintergrund bei diesen sogenannten gefallenen Engeln die größten Chancen und wo wollen und werden Sie jetzt investieren? Seit Februar haben wir eigentlich schon begonnen, im Topsport Global Equity die Liquidität etwas aufzubauen, bis auf 20% aktuell. Wir haben mit unseren Basisinvestments, sei es jetzt Nike, sei es Puma, sei es auch Garmin, die haben wir veroptioniert, haben Stillhaltergeschäfte getätigt, um auch Prämien zu generieren. Die Kursabschläge in den letzten 6 Wochen waren eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Neben den vorhin erwähnten Eventaktien, die natürlich besonders stark verloren haben, sind die börsennotierten Betreiber von Fitnesszentren eigentlich noch sehr stark betroffen. Sportausrüster wie Fitnessgerätehersteller Technogym hat sehr stark verloren oder auch der Fahrradhersteller Excel Group, die haben über 50% korrigiert. Aktuell sind wir sehr stark im Bereich E-Sport investiert. Diese Branche hat eigentlich bereits im vergangenen Jahr ihre Krise durchgestanden und zeigt eigentlich nun gegen den Trend relative Stärke. Aber auch Basisinvestments wie die genannten Nike, Garmin oder auch Ferrari werden dann mit Sicherheit wieder zur alten Stärke zurückfinden. Herr Heimrich, wie lautet jetzt Ihr Fazit? Was muss passieren, dass Sportaktien wieder zum Renditebringer werden können?
Ja, Frau Franek, wir glauben, dass Firmen mit besonders gesunden Bilanzen die besten Chancen haben, gut durch diese Krise zu kommen. Firmen mit viel Cash dürften den Markt bereits nach günstigen Übernahmekandidaten selektieren. Und bei vielen Sportaktien hat der Markt übertrieben und Gewinnrückgänge von über 50% bereits eingepreist. Und wir setzen hier ganz klar auf Nachholeffekte im zweiten Halbjahr bei den genannten Firmen, die sicherlich aber auch mit Preiserhöhungen arbeiten werden und verbunden sein wird. Das Saisonziel, Umsatz und Gewinn gegenüber vorher zu steigern, wird aber ohne die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich nicht mehr erreichbar sein. Haben wir eine Menge gelernt über Sportaktien in der aktuellen Corona-Krise, Herr Heimrich. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in diesen doch relativ speziellen Bereich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen auch Ihnen und Ihren Kollegen. Bleiben Sie schön gesund und beste Grüße nach München. Herzlichen Dank, Herr Frank. Grüße zurück.